That's Garish and Eisenherz, Ironheart, not Ironheart. FM 4. 7:49 is the time. Now, talking to strangers can be a wonderful experience. That's what I do all the time. That's the concept of the Tischgespräche, which took place yesterday at the Wien Museum in the Meidinger Platz in Vienna. Now, the Tischgespräche actually arrange blind dates. Strangers sit together, enjoy a vegetarian meal, and then get a menu of questions they can choose from to talk about. But the project is not one of those dating forums you think. It's not a platform about dating. It's about mutual understanding, integration, cultural exchange. We sent Barbara along, Barbara Koeppel, to talk to the participants. That's very hard to say at this time in the morning. To talk to the participants of the Tischgespräche. And she found out how they experienced their conversations yesterday. Das Gespräch war total berührend für mich. Und es war wirklich ein sehr bereichernder Austausch, den ich noch gar nicht verdaut habe. Ich habe extrem viel mitgenommen und bin gerade ganz glücklich. Wer war dein Gesprächspartner? Ein Mensch, der absolutes Gegenteil von mir ist. Also mein wildes, intensives Leben und sein geordnetes, stabiles Leben, irgendwie so. Worüber ungefähr habt ihr gesprochen? Über unser bisheriges Leben, über das zukünftige Leben, über Freundschaften, über Liebe, über Frauen und Kinder. Und gab es auch irgendeine Frage, die du jetzt dich bei wem anderen nicht fragen getraut hättest? Ja, eine Frage war, welche Teile ihres Lebens waren Zeitverschwendung? Wo habe ich meine Toleranzen oder wo habe ich meine Grenzen? Zur Toleranz ist nicht ein Gesprächsthema, wenn ich jemanden gerade kennengelernt habe. Ja. Ich habe eigentlich alles in dem Maße anvertraut, inwieweit ich mir klar war, so weit kann ich gehen. Also es waren keine Fragen, wo ich mir gedacht habe, oh, das tue ich jetzt nicht kund. Also quasi dann schon durch diese Unbekanntheit auch irgendwie doch ein größeres Vertrauensverhältnis, möglich, oder? Möglich, ja, möglich. Und war das jetzt eine einmalige Begegnung für dich oder werdet ihr in Kontakt bleiben? Das war jetzt eine einmalige Begegnung, aber Tischgespräche werde ich ganz bestimmt wieder besuchen. Das ist so toll, wirklich. Apropos, und das Essen war natürlich auch hervorragend. I'll bet it was. FM4.